Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV Diatag. Heute mit diesen Themen: Das Abenteuer EM aus für Österreich, Schoolbiker fast 11-mal die Erde umradelt und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Mit einem 2:1 musste sich Österreich am Mittwochabend gegen Island geschlagen geben. Somit müssen Alaba und Co. die Heimreise nach Österreich antreten. Das sagen die Vorarlberger dazu. Ja gut, ich habe jetzt nicht das ganze Match gesehen, aber sie haben einfach zu wenig Tore geschossen in dem Fall. Und über die gesamte Leistung her, sage ich, jetzt haben sie es auch nicht verdient zum Weiterkommen. Also die anderen sind einfach besser gewesen. Wenn man kein Tor schießt, kann man auch nicht weiterkommen. Hat man sich irgendwie zu viel erwartet? Glaube nicht, aber ich weiß nicht, was sind sie zu nervös gewesen? Das ist möglich. Also ist mir einmal zumindest so vorgekommen, weil sie haben schon anders gespielt. Gut, vielleicht das andere Mal. Schauen wir mal. Na, ich finde es ein bisschen schade, wie es gelaufen ist. Aber dass sie nicht leicht gewinnen, das war mir auch klar. Gell? Weil die Isländer waren vorher schon sehr stark bei den anderen Gegnern. Und dadurch muss man schon sagen, da habe ich gerechnet, dass die das nicht mehr anbrennen lassen wollen. Da, oder? Die wollen da eher einen Sieg haben, weil die schauen, sie haben es auch nur einmal im Leben wahrscheinlich, oder? Die Isländer, oder? Und die Österreicher ist typisch österreichisch ein bisschen, oder? Darf man dazu sagen, oder? Ich meine, zuerst groß rauf und dann groß runterfallen, oder? Es ist aber so, oder? Und der Kohler kann auch nichts dafür. Sie haben das Beste versucht, oder? Und was kannst du machen dagegen, oder? Ist einmal so, oder? Ich würde nicht einmal sagen, leider ausgeschieden, sondern verdient ausgeschieden. Weil mit der Leistung haben wir das nicht verdient, dass wir weiterkommen. Die Euphorie von der Qualifikation her, die war einfach nicht mehr da. Das war ausgelaugt und ja, es ist so, Fußball ist passiert. Waren die Erwartungen zu hoch? Die Erwartungen waren sicher zu hoch, ganz sicher zu hoch. Aufgrund dieser super Qualifikation hat man geglaubt, das ist ein Selbstläufer, aber das ist eben nicht so. Island hat so viele Einwohner wie Vorarlberg. Ich gönne es den Isländern genauso. Sicher wäre es schön, wenn man dabei gewesen wäre oder weitergekommen wäre, aber es ist so, mit der Leistung haben sie es nicht verdient. Ist man da persönlich auch ein bisschen enttäuscht oder so verletzt auch? Ja, enttäuscht bin ich eigentlich persönlich nur. Die verdienen einen Haufen Geld und machen so eine Leistung. Wenn ich so eine Leistung in der Firma bringe, dann ist fertig. Dann werde ich frischlos entlassen. Soweit die Stimmen aus dem Ländle zum EM aus der Österreicher. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. 2015 war das schlechteste Fangjahr am Bodensee seit 1917. Der größte Rückgang wurde bei den Felchenfängen verzeichnet. Damit ist der Ertrag im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 40,8% eingebrochen. Neben dem Nährstoffrückgang sorgt vor allem der dreistachelige Stichling für Probleme bei den Fischbeständen. Dieser ist seit 2013/14 im Bodensee zu finden. Der gebietsfremde und nicht verwertbare Fisch macht inzwischen 80% des Fischbestandes im Freiwasser aus, was eine fischereibiologisch außergewöhnliche Entwicklung ist. Zum Schutz der Barsche und Felchen wurden Schonmaßnahmen beschlossen. So wurde die Einsatztiefe von Barschnetzen saisonal auf 20 Meter beschränkt, um den Beifang kleiner Felchen zu beschränken. Am Donnerstag in der Früh kam es in Dornbirn auf einer Baustelle zu einem Arbeitsunfall. Ein 51-jähriger Arbeiter stieg eine Leiter hoch, die plötzlich nach unten wegrutschte. Daraufhin stürzte der Arbeiter aus einer Höhe von ca. 2 Metern auf den Betonboden. Aufgrund eines mitgeführten Hammers verletzte sich der Arbeiter im Beckenbereich. Der Verletzungsgrad ist noch unbestimmt. Es erfolgte die Erstversorgung des Verletzten und anschließend die Bergung durch den dort befindlichen Baukran mit Hilfe der Feuerwehr. Und wer sich für seinen Urlaub auf einen Wegroutenplaner verlässt, sollte vorsichtig sein. Die vermeintlichen Helfer können schnell zur Kostenfalle werden. Die Arbeiterkammer Vorarlberg ruft zur Vorsicht bei Internetroutenplanern auf. Oftmals folgt dort nämlich einer einfachen Registrierung eine saftige Rechnung. Laut Konsumentenschutz ist diese Masche nicht neu, doch die Fälle häufen sich jetzt vor der Reisezeit wieder. Im Rahmen des Radius-Fahrradwettbewerbs fand heuer zum 9. Mal die Aktion Schoolbiker statt. Vom 18. März bis 20. Juni nahmen 32 Vorarlberger Schulen mit 2400 Schülerinnen und Schülern sowie deren Lehrpersonen daran teil.
Gemeinsam legten die Vorarlberger Schoolbiker von März bis Juni knapp 433.000 Kilometer zurück. Somit haben es die Schoolbiker in diesem kurzen Zeitraum geschafft, fast 11-mal die Erde zu umradeln. Die Abschlussveranstaltung des Radios Schoolbikers fand heuer in Kooperation mit der Vorarlberger Mittelschule Wolfurt im Vereinshaus von Wolfurt statt. Über 600 Schüler und Schülerinnen reisten zum großen Teil mit ihren Rädern an und sammelten auf diese Weise weitere Fahrradkilometer. Landesrat Rauch übergab die Preise und bedankte sich bei allen Teilnehmenden für ihr großes Engagement. Das Ziel des Landes ist es, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vermehrt vom Umstieg aufs Fahrrad zu überzeugen. Also es geht einfach darum, möglichst viele Menschen anzuregen, mit dem Rad zu fahren, Kilometer zu sammeln. Vereine, Betriebe, Privatpersonen, verschiedene Einrichtungen. Da gibt es am Ende dann Preise zu gewinnen. Das ist inzwischen ein wirklicher Wettbewerb geworden. Wer sammelt am meisten Fahrradkilometer? Und das Schöne daran ist, die Leute merken, ich mache bei einem Wettbewerb mit, kann vielleicht etwas gewinnen und tue auch noch etwas für die Gesundheit. Und Radfahren ist in Vorarlberg inzwischen wirklich eine Alltagsbetätigung geworden. Wir haben ganz viele Menschen gewonnen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, weil es auch so ist, dass bei uns im Land die Strecken kurz sind, bewältigbar sind und es attraktiv ist, auf einem Radwegenetz von 800 Kilometern das auch zu nutzen. In die Pedale treten, was das Zeug hält, heißt es noch bis September. Egal ob zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit. Beim Radius Fahrradwettbewerb kann jeder mitmachen. Das Energieinstitut koordiniert die ganze Sache oder man kann sich auch beim Land melden, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man als Verein oder als Unternehmen mitmachen möchte, ein paar Leute zusammenfängt, das ist dann ein interner Wettbewerb auch in der Firma. Wer schafft es am meisten Kilometer zustande zu bringen, kann nur anraten, mitmachen. Macht Spaß, hält gesund und man kann schöne Preise gewinnen. Tolles Ergebnis für die Vorarlberger Schoolbiker und beim Radius Fahrradwettbewerb kann man also noch bis September mitmachen. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Seit Donnerstag ist es also fix. Die beiden Badminton-Asse Elisabeth Baldauf und David Obernostra wurden vom österreichischen Olympischen Komitee für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nominiert. Die endgültige rot-weiß-rote Olympiamannschaft für die Spiele vom 5. bis zum 21. August wird dann am 15. Juli bekannt gegeben. Maximal 68 Athleten und 55 Betreuer werden dann die Reise nach Brasilien antreten. Das war's vom Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Die fünfte Buche am Bach ging am Donnerstag zu Ende. Rund 5000 Kinder und Jugendliche fanden an 3 Tagen den Weg auf die VN-Buchmesse in Götzis. Kurzum, ein voller Erfolg. Nachdem die Arbeiterkammer Vorarlberg ein neues Sozialversicherungskonzept vorgeschlagen hat, melden sich nun Krankenkasse und Politik zu Wort. Deren Meinungen zu einer Vereinfachung der Sozialversicherung gehen auseinander. Und zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert wurde am Landesgericht Feldkirch ein 14-jähriger Jugendlicher, der einem 13-jährigen Schulkameraden den Daumen brach und ihm zudem mit Prügel drohte, falls er zur Polizei ginge. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Grüß euch von Bad Rabergast auf Grischberg. Im Moment haben wir ordentlich zum Tor und draußen haben wir ein wunderschönes sonniges Wetter. Und wie es die nächsten Tage wird, das seht ihr jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 21 und 29 Grad. Der Wind weht mit 10 km/h aus Südsüdosten. Der Freitag hat noch zahlreiche Sonnenstunden und heißes Wetter zu bieten. Die Haufenwolken über den Bergen werden am Nachmittag aber größer und verdecken die Sonne. Die ein oder andere Wolke im Bergland wächst sich dabei zu einer Gewitterwolke aus, wobei diese lokalen Gewitter durchaus heftig ausfallen können. Abends und gegen Tagesende werden Gewitter auch über den Niederungen immer wahrscheinlicher. Am Samstag ist es bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig und es wird schwül warm, aber nicht mehr heiß. Schon am Vormittag sind gewitterige Schauer möglich, vor allem im Unterland. Am Nachmittag ist verbreitet mit Regengüssen und Gewittern zu rechnen. Am Sonntag ist es stark bewölkt und anfangs regnerisch. Am Nachmittag sind noch Schauer im Bergland möglich, sonst bleibt es aber eher trocken und gegen Abend lockert es vom Bodensee her wieder auf. Am Montag gibt es erneut Regenschauer und es kühlt wieder ab auf 16 bis 19 Grad.